Warum Altersarmut durch Anhebung der Regelaltersgrenze vorprogrammiert ist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Und zwar haben führende Wirtschaftsinstitute und auch die CDU gefordert, dass die Regelaltersgrenze von aktuell 67 Jahren auf 70 Jahre angehoben wird. Grund dafür ist die steigende Zahl der Rentenbezieher im Verhältnis zu denjenigen, die Rentenbeiträge in die Rentenkasse einzahlen. Dieses Thema ist nicht nur heute ganz aktuell, sondern das war auch schon vor 40 Jahren aktuell, denn das Thema der Altersdemografie ist ja bei uns in Deutschland kein unbekanntes Thema. Deshalb eine Forderung, die seit Jahren zu hören ist. Und ich werde in einem späteren Video Ihnen mal darlegen, warum die Politik die Zukunft der gesetzlichen Rente, so wie wir sie heute haben, maßgeblich mit zerstört hat. Und welche Maßnahmen notwendig sind, aus meiner Sicht, um unsere gesetzliche Rente wieder in richtige Bahnen zu lenken, damit man also hier eine Armuts- und Zukunfts-, eine armutsfeste Rente irgendwann mal haben kann. Was hat die Anhebung der Altersgrenze von 67 auf das 70. Lebensjahr an sich zur Folge? Erstens logisch, die Menschen müssten länger arbeiten, wenn sie die Regelaltersrente erreichen wollen. Und wenn man sich die heutigen Bedingungen des Arbeitsmarktes mal anschaut und auch die Bedingungen, in denen viele Menschen in Arbeitsverhältnissen arbeiten, ist das de facto gar nicht realistisch, dass man mit 70 zum Beispiel in einem Pflegedienst als Pfleger arbeitet. Das geht gar nicht. Daher werden viele Menschen, die zum Beispiel körperlich eingeschränkt sind, die krank sind, die seelisch kaputt sind, die Druck auf Arbeit haben, die werden ganz schnell mit 63 sagen, auf Wiedersehen und ich gehe in Rente. Und die nehmen natürlich dann auch Abschläge in Kauf. Und das genau ist das Problem, was wir bei dieser Diskussion haben und was leider durch die Wirtschaftsinstitute eben nicht betrachtet worden ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Unsere Susi, 1964 geboren, hat 45 Jahre als Pflegerin in einem Altenheim gearbeitet, die hat Kinder erzogen und die könnte mit 67 2031 in Rente gehen. Regelaltersrente. Und sie würde dann zu diesem Termin 1800 Euro brutto monatlich Rente erhalten. Da aber unsere Susi als Pflegerin im Altersheim tapfer und fleißig gearbeitet hat, schafft die es nicht bis 67, die hört mit 63 auf zu arbeiten. Das heißt also, sie bekommt bezogen auf das 63. Lebensjahr bis zum 67. Lebensjahr, wenn sie mit 63 die Rente beantragt, 14,4% Abschlag. Und das macht eine Bruttorente von 1540 Euro aus. Also 1800 Euro wäre die Regelaltersrente ohne Abschlag. Geht sie mit Abschlag, wären es 1540 Euro. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, unsere Susi geht nicht bis 67 arbeiten, die muss bis 70 arbeiten unter den gleichen Bedingungen, dann würde sie einen Rentenabschlag bekommen, bezogen auf 7 Jahre früheren Rentenbeginn vom 63. Lebensjahr bis zum 70. Lebensjahr von sage und schreibe 25,2%. Das sind 84 Kalendermonate vor dem regulären Rentenbeginn, beginnt ihre Altersrente für langjährig Versicherte und sie bekommt pro Monat 0,3% Abschlag. Macht also bei 84 Kalendermonaten 84 mal 0,3, 25,2%. Wenn ich das jetzt auf unser Fallbeispiel ummünze, bedeutet das, dass unsere Susi bei einer Regelaltersrente von 1800 Euro jetzt auf einmal nur noch 1346,40 Euro vorgezogene Altersrente bekommt. Das sind sage und schreibe 453 Euro weniger Rente. Und wenn ich das jetzt auf das Netto ausrechne, hätte unsere Susi bei 45 Jahren Arbeit, wenn sie mit 63 in Rente geht und die Regelaltersgrenze wäre auf das 70. Lebensjahr angehoben, netto 1.198 Euro. Und nun stelle ich mir die Frage, wie soll unsere Susi von knapp 1.200 Euro Netto-Altersrente vernünftig im Alter leben, wenn die Preise überall angestiegen sind und wir hier sozusagen auch den Kaufkraftverlust noch nicht mal eingepreist haben. Ich sage, der Vorschlag, das Renteneintrittsalter anzuheben, ist aus meiner Sicht völlig untauglich.
Ich erlebe jeden Tag, wie oft und wie viel die Menschen zu uns kommen und sagen, Herr Knöppel, ich habe ganz, ganz wenig Rente, ich weiß gar nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Und da gibt es viele davon, die waren nicht arbeitslos und haben Hartz IV bezogen oder sind krank geworden oder wie auch immer. Ich will das also nicht in irgendeine Ecke drängen, sondern die waren fleißig und haben gearbeitet, haben nur wenig Geld verdient. So, und genau für die Leute wird es ein Riesenproblem sein, wenn wir zukünftig die Regelaltersrente von tatsächlich 67 auf das 70. Lebensjahr anheben. Das ist völlig unrealistisch, weil wir jetzt schon viele Leute haben, die gar nicht bis zum 67. Lebensjahr arbeiten können, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Hände weg von solchen Versuchen. Besser ist es, eine Bürgerversicherung einzuführen und dann haben wir nämlich das Problem mit den Rentenabschlägen nicht mehr und können möglicherweise über eine Bürgerversicherung, wenn alle in den Rententopf einzahlen, viel höhere Renten gewährleisten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.